Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Mir fällt auf, diese globale Variable hier oben, die gammelt schon eine ganz schöne Weile drumherum. Interessiert uns aber eigentlich nicht. Heute geht es um Pointer und Pointer auf Arrays. Ja, Pointer auf Arrays hört sich mega kompliziert erstmal an, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, sondern eine ziemlich praktische Anwendung eigentlich. Wir sagen jetzt hier oben erstmal zu unserem Array, wir hätten gerne ein paar Werte, in die drin stehen. Zum Beispiel, warte, ich habe 10 Werte. Nein, 10 ist zu viel. Sagen wir 3 Werte, das reicht uns völlig aus. Und hier schreiben wir jetzt dann einfach mal hin 42 1337 und 50. Keine Ahnung. So, und jetzt wollen wir, dass wir diese ganzen Werte ausgeben. Okay, also wie machen wir das? Wir wollen das Ganze über den Pointer machen. Wir wollen nicht einfach wieder über a von 1 oder sowas gehen, sondern über den Pointer. Warum? Sehen wir noch. Okay, der Pointer, der kann uns jetzt hier ein Integer referenzieren, aber in unserem a stecken ja drei Integer drin. Das macht aber nichts, wir nehmen einfach nur den ersten. Und bei Arrays ist es ein bisschen anders. Arrays sind implizit schon ein bisschen sozusagen Pointer, deswegen sagen wir hier nur Pointer gleich und jetzt sagen wir hier a, fertig. Also kein und oder sowas, sondern einfach nur a. Das liegt daran, dass, wie gesagt, a selber eigentlich auch in drin sozusagen ein Pointer ist. Und mit diesem Klammer, Klammer kriegt man hier diesen Dereferenzierungsoperator hin, sozusagen. Okay. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir geben sie einfach direkt aus. Ich will gar keine Vorschleife haben. Normalerweise würde man logischerweise eine Vorschleife benutzen, aber das kennt ihr ja alles schon. Ist sehr langweilig. Also, Prozent %d und Backslash n, mehr wollen wir gar nicht. Okay. So, was wir jetzt machen hier hinten dran, ist ein bisschen Magie. Wir sagen, wir wollen zunächst einmal unseren Pointer ausgeben. Aber wir wollen nicht unseren Pointer ausgeben, sondern wir wollen ja den Wert ausgeben. Also brauchen wir diesen Sternchen-Operator. Gut, was das macht, ist jetzt Folgendes. Wir gucken es uns einfach mal kurz an und sagen hier, wir wollen das Ganze ausführen, gibt uns das erste Element aus. Das heißt, es hat schon mal ganz gut funktioniert, hier der Pointer auf das erste Element zu setzen mit a. Also ist gleich a liefert uns einfach nur das erste Element. Und mit dem Sternchen kriegen wir wieder das erste Element tatsächlich zurück, nicht die Adresse davon. So. Und jetzt machen wir noch mehr Magie. Jetzt rechnen wir nämlich auch noch, bevor wir tatsächlich das Element zurückgeben. Und sagen hier einfach mal plus 1. Mal gucken, was jetzt passiert. Und ich glaube, der ein oder andere kann sich schon denken, was passiert. Wir kriegen einfach das nächste Element. Das heißt, Pointer plus 1 liefert uns einfach den Integer, der eine Speicheradresse weitersteht. Also ein Array ist tatsächlich so aufgebaut im Speicher drin. Wir haben hier unser erstes Element oder eigentlich unser nulltes Element, aber fangen wir mit erstes an. Und dann haben wir hier unser zweites und hier haben wir unser drittes Element. Und die stehen auch tatsächlich im Speicher direkt hintereinander. Und deswegen funktioniert das mit den Array-Pointern hier, dass wir einfach durchaddieren können. Das heißt, wenn ich jetzt hier plus 2 mache, dann kriege ich tatsächlich hier meine 50 zurück. Also so, meine 50. Und jetzt kann ich sogar noch weitergehen und sagen plus 3. Mal gucken, was an der dritten Stelle meines Speichers steht. Und es gibt keinen Fehler oder sowas. Da steht einfach gerade mal 0 drin. Ist aber Zufall. Ich kann hier auch einfach mal eine ganz große Zahl addieren und mal gucken, was dabei rauskommt. Also es gibt absolut keinen Fehler. Hier steht jetzt tatsächlich ein Wert drin. Ich kann sozusagen wirklich auf die einzelnen Werte in meinem Speicher zugreifen. Macht natürlich relativ wenig Sinn, weil ich absolut keine Ahnung habe, was hier hinten dran steht. Aber ihr müsst da mega vorsichtig mit sein, denn ihr könnt ja auch theoretisch an den Speicher was schreiben und dann habt ihr echt ein Problem, weil es könnte sein, dass da zum Beispiel irgendwelche wichtigen Daten von eurem Windows oder sowas sind und wenn wir da irgendwas reinschreiben, dann haben wir Schwierigkeiten damit. Aber auf jeden Fall, wenn ich hier plus 2 eingebe, dann lande ich hier hinten also 1, 0, 1 und hier dann plus 2. Sozusagen wie mit diesem Klammer, Klammer. Und tatsächlich ist dieses Klammer, Klammer auch nichts anderes. Also wenn ich jetzt hier Pointer habe und das genauso machen möchte, dann kann ich auch die Klammern eigentlich benutzen. So, warum zeige ich euch den ganzen Kram mit den Pointern? Das ist doch total behindert und warum greife ich nicht einfach direkt drauf zu? Naja, ich kann in der Funktion tatsächlich absolut nicht ein Array zurückgeben, sondern ich kann nur, zumindest in der Version, die ich kenne, ich hoffe, es hat sich nichts geändert, sondern ich kann tatsächlich nur einen Pointer zurückgeben. Deswegen brauche ich hier ein Int, Stern und dann sage ich, keine Ahnung, Funktion. Und die liefert mir jetzt ein Array zurück.
Beziehungsweise eigentlich liefert sie mir kein Array zurück. Also ich kann jetzt hier unten noch irgendwas hinschreiben, klar. Aber diese Funktion hier liefert mir eigentlich kein Array zurück, sondern nur einen Pointer auf ein Array. Aber ich kann es so behandeln, als wäre es ein Array. Denn wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass unser erstes Element, beziehungsweise wenn ich einfach nur A habe, dass das eigentlich auch nur ein Pointer auf das erste Element ist. Deswegen ist es wichtig, dass ihr irgendwie auch noch die Größe davon zurückgebt. Und manchmal steht die Größe dann einfach an der ersten Stelle. Das heißt, man hat am Ende einen Rückgabewert, einen Pointer. Und der Pointer selber, also sagen wir mal hier, ich habe einen Rückgabewert hiervon. Und der Pointer, PTR, der liefert mir, wenn ich den wieder zurückhole als echten Wert, der liefert mir erstmal die Größe. Und dann Pointer plus 1 liefert mir das erste Element und so weiter und so fort und so weiter. Genau, also wir können keine Arrays tatsächlich zurückgeben, sondern wir können sie bei Funktionen nur über Pointer zurückgeben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr wisst, wie man irgendwie Sachen als Pointer darstellen kann. Zum Beispiel eben Arrays. Okay, ja, ich glaube, das reicht mal wieder für heute. Eure Gehirne kochen wahrscheinlich und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.